Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest Drive mit einem neuen Track Race. Ich sitze im aktuellen BMW M3 Touring, aktueller Testwagen, und neben uns steht der aktuelle Subaru BRZ. Ja, der kommt auch wieder hier zu uns, allerdings limitierter Form. Die könnt ihr beide bei uns als Review genießen. Natürlich werden jetzt viele sagen, ein RS4 Avant wäre sinnvoller gewesen, haben wir aber schon ein paar Mal gefilmt, war zu kurzfristig auch nicht mehr verfügbar. Und natürlich ein C63 wäre auch noch möglich gewesen. Allerdings ist auch hier der Fall so, dass der neue E-Performance C63 noch nicht da ist. Also den gibt es einfach noch nicht. Deswegen heute M3 Touring gegen eine Subaru BRZ. Ich bin trotzdem gespannt, weil wir halt einfach verschiedene Daten haben. Ne? Wir sind ja vom Leistungsgewicht da ganz anders unterwegs. Und jetzt möchte ich euch mal kurz die Daten schon mal erzählen. Dann machen wir wie immer einen Soundcheck und dann geht es tatsächlich los. Ich sitze wie gesagt im M3 Touring. Der hat einen 3 Liter Sechszylinder mit 510 PS. 650 Newtonmeter Allradantrieb erstmal in der Serie. Man kann aber auch komplett auf Heckantrieb umschalten, wer das möchte. Ich habe ein Automatikgetriebe, 8 Gang, das gibt es auch nur für den M3 Touring, und wir haben 1940 Kilo insgesamt, und der Testwagen hier beginnt bei 101.300 Euro. In dem wir sitzen, ist natürlich deutlich teurer. Drüben der BRZ hat einen 2,4 Liter Vierzylinder mit sage und schreibe 234 PS, 250 Newtonmeter, 6 Gang Handschalter, wird auch spannend. Heckantrieb komplett, ESP lässt sich auch komplett ausschalten, 1275 Kilo allerdings nur, also das ist schon ein deutlicher Unterschied, und das Teil kostet ab 38.990 Euro, auch der Testwagen ist ein bisschen teurer, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einmal mit dem Sound an und dann machen wir weiter mit den Track Races wie immer. Ein kleiner Appell natürlich wie immer. Es geht hier nicht darum zu zeigen, welches Auto besser oder schlechter ist. Es geht hier einfach darum, Spaß zu haben. Und ich hoffe, dass ihr da wie bei den anderen Track Races mit uns zusammen Spaß habt. Und es geht keinesfalls darum, ob irgendwas logisch ist oder sonstige Werte rauszufinden. Es geht hier tatsächlich um eine Sache, miteinander Spaß zu haben. Und jetzt wünsche ich viel Spaß. So, also werden wir uns einmal den Sound anhören. Erstmal vom M3 Touring. Für heutige Verhältnisse blubbert der auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann wollen wir uns einmal den Sound vom BRZ anhören. Auch ein sehr schönes Motörchen. Sound ist jetzt nicht ganz so prägnant, zumindest außen, als bei unserem, aber trotzdem ein sehr spannender Sound. Schreibt gerne drunter, welcher Sound ihr besser fandet, und jetzt geht's los. 3, 2, 1, ich habe einen totalen Frühstart hingelegt, glaube ich. Junge, 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 Junge. Oh. Da hat er keine Chance, aber ich muss auch zugeben, ich bin ein bisschen zu früh dran gewesen, definitiv. Also so eine halbe Sekunde bin ich zu früh los. Oder eher zu spät, aber ich glaube, ich bin ein bisschen zu früh los. Deswegen machen wir jetzt nochmal einen Durchlauf im Normalmodus, damit ich keinen Frühstart hingelegt habe. Und dann gehen wir in den Sportmodus. Dann haben wir wieder unsere klassischen 3 Track Races, wie wir es immer machen. Und wie gesagt, es geht hier um den Spaß, also lachen wir zusammen. Aber das ist schon krass, wie der M3 Touring abgeht und diese Sportsitze einen wirklich hier exakt reinpressen und man überhaupt keine Möglichkeit hat, groß abzuweichen. Okay, zweiter Durchlauf, nochmal im Normalmodus und dann im Track. Johannes, wir sind soweit. 3, 2, 1, los! Jetzt sind wir beide gleich weggekommen. Aber ich glaube, er hat sich verschalten. Ja, klar hat er sich verschalten. Da muss ich nicht mehr ganz durchbeschleunigen. Also es ist natürlich so, nicht dass er mich jetzt komplett für bescheuert haltet, es ist natürlich auch komplett unfair. Man muss schalten und er hat nicht so viel Leistung, aber ich habe mir deswegen das gedacht, dass es ganz okay wäre oder ganz interessant, weil wir einen krassen Leistungsunterschied haben vom Gewicht her. 1200, 1900 sind so circa, jetzt nicht komplett ausgerechnet, 700 Kilo Unterschied, das ist ja schon auch was. Deswegen bin ich jetzt gespannt im Track-Modus, denn er hat vorher auch schon so ein bisschen geprobt im Track-Modus. Und ich glaube, da sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Ich gehe bewusst nicht auf die Launch Control ein, weil sonst wäre das wirklich noch mehr
unfair, sage ich jetzt mal. Aber ich gehe jetzt zumindest in Sport Plus rein, von Motorsetting und vom Fahrwerk. Und das Allradsystem ist dann auch auf Sport, nicht 2WD. Und dann geht er in Track-Modus rein. So, drittes Drag Race. Ich bin in Sport Plus und Allradsystem ist auch in Sport. 3, 2, 1, los! Also Track, also bei ihm Track, bei mir Sport Plus, ist ein bisschen knapper tatsächlich. Aber trotzdem halt keine Chance. Aber schon krass, die Maschine liefert ab, beide. Jetzt war es vorher so, er hat es mir vorher gesagt, beim zweiten Track Race war es gar kein Schaltfehler, sondern, also schon auch, aber er hat verpasst halt zu schalten, so wollte ich sagen. Und dann hat er die Drehzahl natürlich abgesenkt. Ja, so war es im zweiten Durchlauf. Ich denke, ein vierter Durchlauf ist jetzt nicht zwangsläufig notwendig, der M3 schießt halt wirklich wie so eine Wucht nach vorne, auch ohne Launch Control. Ich dachte, dass jetzt so ein bisschen spannender ist, da wir auch das Allrad im Sport haben. Vielleicht wäre es sogar noch mal einen Unterschied wert im Reimheckbetrieb. Könnte sein. Könnte sein. Schauen wir mal, was wird. Wie man so schön sagt bei der genannten Fernsehsendung. Ja, wir müssen es kurz absprechen, zeitlich, ob es noch reicht für ein 2WD-Race, ansonsten wäre es das jetzt gewesen. Oh, ich bin hier eingeengt. Gerade, was ist da los? So, wir haben die Zeit noch, einmal 2WD. Ich glaube auch nicht, dass es einen großen Unterschied macht, aber wir probieren es mal. Wenn es nass wäre, dann würde es einen Unterschied machen. 3, 2, 1, los! Deutlich knapper, aber jetzt kommt halt die brutale Kraft des Sechszylinders, des Wahnsinn, was diese Maschine abruft. Also man hat am Anfang gesehen, ich hatte natürlich Traktionsprobleme und dann war es deutlich knapper, aber dann kommt halt wirklich diese Traktion, dann fängt er sich wieder und dann kommt die pure Kraft des Sechszylinders zum Tragen. Also wirklich Wahnsinn, was dieses Auto abliefert. Ich hoffe, euch hat es jetzt trotzdem gefallen, auch wenn es natürlich so ein bisschen unfair war. Aber wir hatten die Autos gerade da, wir müssen auch immer gucken, was wir gerade da haben. Und ich wollte jetzt nicht schon wieder den Mustang Mach-E GT nehmen. Ja, vielleicht können wir sogar noch eins mal mit meinem 3 Touring filmen. Ich muss mal schauen, was noch möglich ist. Aber es ist gerade auch wirklich schwierig, Autos zu besorgen. Immer zeitgleich. Ich fand es jetzt trotzdem mal eine spannende Sache. Beides mega geile Autos. Beide könnt ihr bei uns als Review sehen. Und wenn euch gefallen habt, könnt ihr gerne drunter schreiben. Ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare, die schreiben. Unsinnig, macht gar keinen Sinn. Bliblablub. Und ich freue mich aber auch, wenn ihr selber mal mitmachen wollt. Meldet euch gerne mit eurem Auto. Können wir machen. Haben sich schon 2, 3 gemeldet. Hat dann aber noch nicht geklappt. Schauen wir mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich freue mich aufs nächste Drag Race. Ist auch schon fest, kann ich euch sagen. AT&R Shooting Brake gegen ProSeed GT. Also 2 Shooting Brakes. Bin ich sehr gespannt. Und ansonsten, wie immer, wünsche ich euch einen schönen Tag bei allem, was ihr macht. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Macht's gut. Ciao. Viertes Drag Race. Und zwar, damit wir einfach mal gucken können, wie es geht, schieben wir die Karren. 3, 2, 1. Los! Oh, yeah. Oh. Das ist unfair! Ja! Jetzt kommt er! Ja. Guck mal, da läuft hier. Da zeigt sich nämlich, wer schieben kann. Hier, um eine Fahrzeuglänge. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Verloren! Freunde, das war es wirklich mit den Drag Races. Oh. Oh, Junge, ist der Boxwerk.